Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zur weiteren Ausgabe der News heute am 10.10.2015. Ja, und heute, zumindest eben gerade, hat sich während des freien Trainings, des dritten freien Trainings in Russland, ein, ja, ich sag's mal in Anführungszeichen, schwerer Unfall ereignet, und zwar von Carlos Sainz Junior nach Kurve 13. Das ist die lange Gegengerade in Russland, wo er eben halt beim Anbremsen, so wie es aussieht, anscheinend einen technischen Defekt, vielleicht mit der Bremse oder einfach vielleicht die Räder zu sehr blockiert haben. Auf jeden Fall ist der Wagen beim Anbremsen ausgebrochen und ab in die Leitplanke und dann ungebremst geradeaus in die nächste Leitplanke reingeflogen. Ja, so wie es man jetzt auf jeden Fall von der FIA hört, ist er wohl okay. Es sind wohl keine schweren Verletzungen. Man hat da wohl sehr, sehr viel Sicherheit erstmal gemacht auf Rücken, Nacken und sowas natürlich. Sah natürlich sehr, sehr schlimm aus jetzt der Unfall, zumindest für die Leute, die ihn schon gesehen haben. Und ja, bleibt uns eigentlich bloß zu hoffen, dass alles okay ist bei Carlos Sainz und dass er auf jeden Fall an der Qualifikation mit teilnehmen kann. Heutzutage wird das immer recht fix gemacht. Ich denke mal, dadurch, dass natürlich ein schwerer Unfall war, muss natürlich erstmal die ganzen medizinischen Checks erstmal gemacht werden. Und danach wird sicherlich klargestellt, ob er eben halt an der Qualifikation teilnimmt und ob das Auto auch heil dafür ist. Und ja, das war es erstmal mit den News. Wir sehen uns nachher nach der Qualifikation zu einer weiteren News und bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.